So, servus aus der Langbräu. Ich bin der Richard Hopf, Braumeister hier im Hause. Wir haben heute die Thematik Durchlaufkühler zum Laufen bringen unter dem Motto Hashtag frag den Braumeister. Wir haben hier ein Leihgerät, wo man also mit 25 Liter pro Stunde den Leuten zur Hand geben. Wir haben die Thematik von der Reihenfolge her die Schutzkappe runternehmen. Dann haben wir hier den Zapfkopf, den schiebt man einfach über das Fass drüber, zapft an, vorausgesetzt der Hahn ist vorne noch geschlossen, das haben wir natürlich vorher überprüft. Jetzt haben wir hier auf der Geräterückseite einen Schalter, den wir aktivieren, und zwar ist es der Kompressor, der integriert ist. Dann haben wir den richtigen Zeitpunkt, das Gerät mit Strom zu versorgen. Hier, Strom kommt aus der Steckdose, einfach anstecken. So. Jetzt können wir uns hier noch die gewünschte Biertemperatur einstellen. Im Regelfall, meistens ist der Sommer, drehen wir das Ganze auf. Dann ist in dem Gerät noch Spülwasser drin, das werden wir jetzt hier mal rauslassen. Und zwar einfach Hahn nach vorne. Hier an der Seite können wir also die Geschwindigkeit einstellen. Hoppala. Ist es ca. 1 Liter in dem Gerät drin. Das lassen wir jetzt rauslaufen. Am Anfang stelle ich es immer ein bisschen stärker ein, dass es etwas schneller geht, und wenn dann das Bier kommt, drehe ich auf die Zapfgeschwindigkeit zurück. Und nach diesem 1 Liter sind wir also in der Phase, dass ich unseren Freunden ein perfektes, eiskaltes Bier servieren kann. Und das ist also die höchste Güte. Wir halten das Glas direkt an den Zapfhahn, schräg natürlich. Und bekommen so eine optimale Schaumentfaltung hin. So, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als zum Wohle. Bis bald mal wieder. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wie man es eben nicht macht im Kindergarten. Und zwar gibt es manche Leute, die lassen das Bier so reinplumpsen und versuchen, den Schaum dadurch zu erzeugen, dass sie eben das Bier reinplumpsen lassen, und das ist leider nicht erlaubt, weil wir haben hier einen CO2-Verlust im Bier, das heißt, es kann weniger nachperlen, man hat einen Lacken, weniger erfrischenden Gesamteindruck, und der Schaum, der dadurch resultiert, ist eben grobporiger und wesentlich geringer in der Haltbarkeit. Insgesamt ein negatives Einschenkverhalten.